Gerald Celina vom Team Straw nach Niederösterreich ist der nächste Redner. Ja, danke, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Finanzminister, liebe Zuschauer an den Fernsehgeräten. Der österreichische Finanzausgleich und die Finanzierung unserer Bundesländer und Gemeinden gehört total reformiert und völlig neu aufgesetzt. Wir brauchen einen Steuerwettbewerb zwischen den Bundesländern mit Steuerauf- und Steuerabschlägen bis hinunter auf die Gemeindeebene wie in der Schweiz. Die Schweiz ist als Staat nur halb so hoch verschuldet wie Österreich. Das Steuerniveau ist deutlich niedriger und der Wohlstand höher als in Österreich. Wettbewerb in der Privatwirtschaft bringt qualitativ bessere und günstigere Produkte. Wettbewerb im öffentlichen Sektor bringt niedrigere Steuersätze und eine qualitativ bessere Staatsverwaltung. Derzeit haben wir bei den Ländern leider einen Ausgabenwettbewerb. Und der Ausgabenwettbewerb der Bundesländer nach oben braucht unbedingt einen Steuerwettbewerb nach unten. Unsere Bundesländer und Gemeinden sollen Steuereinhebungsrechte bekommen, um für ihre Ausgaben auch auf der Einnahmenseite selbst die Verantwortung zu tragen. Landeshauptleute und Bürgermeister sollen ihre Ausgaben vor ihren Bürgern rechtfertigen müssen. Wenn das Land Niederösterreich 27 Spitäler bauen will, dann kann es das gerne tun. Vorher sind aber die Bürger zu befragen, ob sie das überhaupt wollen, da die Finanzierung der Spitäler in diesem Fall dann nur mit lokalen Steueraufschlägen durchführbar ist. Ein Landeshauptmann oder auch ein Bürgermeister, der Steuern für seine Ausgabenentscheidungen selbst einheben muss, geht auf jeden Fall sorgfältiger mit den Steuern seiner Bürger um. Das Bundesland, das die schlankeste Verwaltung und damit den geringsten Verwaltungskosten hat, kann auch die niedrigsten Steuersätze für seine Bürger und Unternehmen anbieten und damit Betriebe anlocken und zusätzliche Arbeitsplätze, Wohnsitze und Wohlstand für seine Gemeinden schaffen. Empirische Studien zeigen eindeutig, dass mehr Steuerwettbewerb zu schlankeren Staatsverwaltungsstrukturen führen. Ein Bundesland oder eine Stadt, die ihren Bürgern eine 1A-Infrastruktur und Top-Kundenservice anbietet, kann gerechtfertigterweise höhere Steuersätze verlangen. Städtische Ballungszentren haben mehr zentralörtliche Aufgaben zu erledigen als ländliche Regionen und können daher auch aus guten Gründen höhere Steuersätze verrechnen. Und ländliche Regionen wiederum könnten durch niedrigere Steuersätze Unternehmen anlocken, die sich sonst nicht hier niederlassen würden. Für einen Steuerwettbewerb eignet sich am besten die Einkommensteuer oder die Körperschaftssteuer. Ich nenne hier ein Beispiel. Von der derzeitigen 25% Körperschaftssteuer könnten 15 Prozentpunkte an die Länder übergeben werden. Das heißt, die Länder hätten dann einen eigenen Köst-Länderaufschlag zwischen 0 und 15% und könnten selbst entscheiden, in welcher Höhe sie diesen Aufschlag gestalten. Wäre der Länderaufschlag zum Beispiel in Vorarlberg 10% und im Burgenland 0%, würde das bedeuten, dass ein Unternehmen in Vorarlberg in Summe 20% Körperschaftssteuer zahlt und im Burgenland in Summe nur 10%. Und 10% Körperschaftssteuer, ne, das haben wir in Europa absolute Spitze. Und da können wir mithalten. Da gibt es auch keine Flucht mehr in Steueroasen und auch die Gewinnverschiebungen hören sich auf. Die Körperschaftssteuer hat derzeit ein Volumen von 6 Milliarden Euro und 3/5 davon vom Bund an die Länder zu überlassen, bedeutet also den Ländern 3,6 Milliarden Euro Kösteinnahmen zur freien Verfügung zu übertragen. Die Länder werden durch eigene Ländersteuern beweglicher und der Föderalismus wird gestärkt. Die Steuereinnahmen gehören in Summe mehr direkt den Gemeinden und Bürgermeistern und weniger den Ländern übertragen. Unsere Gemeinden sind unsere größten Infrastrukturinvestoren. Unsere Gemeinden gehören zu größeren Gebietsgemeinden zusammengefasst und kräftig aufgewertet. Und die Bürgermeistergehälter, die gehören auch erhöht. Die sind im Verhältnis zur Verantwortung viel zu gering. Das gilt auch für das
Gehalt vom Herrn Finanzminister, da fällt auch eine Null, wenn ich mir anschaue, was unsere Banken verdienen bei der Verantwortung für die ganze Republik. Ist so. Gute Leute, kriegt man nur mit wettbewerbsfähigen Gehältern. Zusammengefasst, Steuerwettbewerb zwischen den Ländern bis hinunter auf die Gemeindeebene führt zu niedrigeren Steuersätzen. Steuerwettbewerb führt zu schlankeren Landesverwaltungen und Steuerwettbewerb führt zu attraktiveren Standorten für Unternehmen. Danke. Länder und Gemeinden sollten Steuern einnehmen dürfen, ihre Ausgaben aber auch selbst verantworten, sagt Gerald Zeliner vom Team Stronach in Niederösterreich. Er glaubt, dass Länder und Gemeinden dann sorgsamer wirtschaften würden und es keine Steueroasen mehr gäbe.